Sollten wir uns nicht vor der Metro treffen? Wie spät ist es? 20 nach 12. Was, schon? Wann genau ist die Beerdigung? Ich habe absolut keine Lust. Ich schätze, darauf hat niemand wirklich Lust. Guten Tag, Maman. Wie geht's dir? Hilf mir bitte. Wer ist denn das? Das ist dein Sohn Pierre. Ah, ja. Sie hat ja zum Glück ihre Frau. Meine Ex-Frau. Ach ja? Das ist ja auch sehr traurig. Also, na ja. Habt ihr gehört, was Oma vorhin gesagt hat? Ich möchte lieber in Saint-Julien sterben. Vielleicht ist dir das wichtig. Überlegt mal. Vielleicht will sie aber noch gar nicht sterben. Okay, verstehe. War eine blöde Idee. Vergessen wir's. Dann ist die neurotisch. Hört mal, eure Großmutter hat in den letzten Nächten die Wohnung verlassen. Ganz allein. Geht es darum, Oma in ein Altersheim zu stecken oder sowas? Nein. Doch, schon. In gewisser Weise, ja. Ja, irgendwie schon. Das scheint jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung. Ich meine, viele von denen sind ja ganz schön beschränkt, oder? Bitte, wie? Und wie wär's, wenn jeder von uns sie mal zu sich nimmt? Nein, nein, ich finde das überhaupt keine gute Idee. Wir haben schließlich alle noch ein Leben. Was bringt dir das? Warum bist du da so stur? Ich bin so stur, weil meine Mutter damals nicht so stur gewesen ist. Familie, das liegt mir nicht. Vater sein, Sohn, war nie meine Stärke. Ich habe mich nur daran erinnert, dass ich meine Schwestern sehr lieb hatte, als ich klein war. In jenem Sommer in Saint-Julien. Deine Art, wie du zuhörst, das nervt. Ich wünsche mir, dass wir alle wieder zusammenkommen und eins sind und Ruhe finden. Man muss sich nur um sie kümmern und schon geht's ihr gut. Ich kümmere mich doch um sie. Was soll ich denn noch machen? Ich gehe jede Woche einkaufen und sorge dafür, dass sie Mittagessen kriegt. Du drückst dich, wie du dich übrigens immer gedrückt hast. Ich weiß, es ist nicht mehr so einfach für dich, Noel. Wenn du mich nur einmal noch erkennen würdest. Und in der Kindheit ist dann nur Saint-Julien. Ich kann mich erinnern, wie wir immer darauf gewartet haben. Habt ihr doch nicht alles falsch gemacht? Nein, nicht alles.